Hi auf Bordplatz.com. Ich sitze hier und schaue auf ein historisches Gebäude, was sehr viel mit der Weinbautradition oder Wein ist, hat überhaupt viel mit Wein zu tun. Ich sitze nämlich genau im Herzen des Rheingaus und zwar vor dem Kloster Eberbach. Da hinten, hinter mir ist das Kloster Eberbach. Ich gehe mal aus dem Weg und so ein paar Reben und so weiter. Ich bin nämlich ja gestern in Geisenheim gewesen. Und am Campus Geisenheim, da haben wir über Bottleplot gesprochen und ich habe ganz viele Geisenheimer kennengelernt. Es war echt eine sehr schöne Zeit, die ich dort verbracht habe. Und jetzt bin ich noch ein bisschen bei, das Rheingau zu erkunden, denn ich bin auch das erste Mal hier. Ich gehe jetzt mal rüber, ich finde das ja abgefahren, ich gehe jetzt mal rüber zu einer Rebe. Hier sind Reben. Sieht man das im Hintergrund? Ich sitze wahrscheinlich auch wieder im Weg. Da, bitteschön. Und hier ist alles voller Reben. Soweit das Auge reicht. Weinberge. Und das ist herrlich. Ich genieße es. Es ist echt wirklich toll. Und natürlich, um noch ein bisschen mehr zu genießen, habe ich es mir nicht nehmen lassen, mir jetzt eine wunderbare Flasche Wein zu kaufen. Da unten in der Vinothek des Kloster Eberbachs. Und habe mir auch ein Glas mitgenommen. Denn das muss ich tun. Ich werde natürlich nicht trinken können, richtig, denn ich muss ja noch Auto fahren, aber den Rest nehme ich mit nach Hause und trinke ihn heute Abend, wenn ich dann wieder in Hamburg angekommen bin. Aber ich habe hier in meinem Glas einen wunderbaren Riesling, den ich mir gerade ausgesucht habe, um ihn hier zu genießen. In der Sonne, hier ist schon der Frühling angekommen, im Rheingau. Und zwar habe ich den 2007er Kloster Eberbach Steinberger. Bitteschön, ist eine Lage hier gleich um die Ecke. Da bin ich vorhin dran vorbeigefahren, komme ich auch gleich wieder dran vorbei. Und das ist doch der Hammer, oder? Ich sitze hier und trinke den Wein dort, wo er gemacht wird. Nicht in Hamburg, sondern im Rheingau. Und das werde ich jetzt auch mal tun. Ich werde jetzt mal ein bisschen genießen. Ihr könnt ja mal zugucken, wie ich das tue. Lecker. Lecker. Es ist wunderbar idyllisch hier. Da, ich zeige euch nochmal das Kloster. Man kann davon nicht genug bekommen. Ich kann davon nicht genug bekommen. Und ich fahre jetzt auch gleich noch ein bisschen weiter durchs Rheingau, mache ein paar Fotos und so. Aber ich wollte euch daran teilhaben lassen, an meiner Rheingau-Tour hier. Und deswegen musste ich mal, wo ist denn jetzt der Pfeil? Von meinem Laptop. Ich suche mal wieder den Pfeil. Ich sehe hier mit der Sonne im Gesicht, geblendet von der Sonne, sehe ich wirklich wenig. Da unten ist der Pfeil. So. Ich wollte euch daran teilhaben lassen an meiner Weintour hier im Rheingau und euch zeigen, was ich hier sehe. Deswegen habe ich meinen Laptop rausgeholt und habe ich gerade eben schon gesagt. Ich bin so geflasht von dem Anblick hier. Und ich sage jetzt schnell Tschüss und wir sehen uns dann wieder in Hamburg.